Schön, dass du da bist. Man kann jetzt anfangen mit den Botschaften. So schöne Segensworte bekommen, auch von Elke Marie zum Geburtstag. Das ist einfach schön, dass wir einander haben. Ich fühle mich wohl in unserer Gemeinde. Das ist immer wieder schön, zusammenzukommen, euch zu sehen. Und es ist ein Geschenk, wenn man so liebe Geschwister hat, die einen immer wieder ermutigen, aufrichten, die einem helfen. Ich habe ein Thema aufs Herz gelegt bekommen. Finde heraus, was dem Herrn Freude macht. Das steht in Epheser 5, Vers 10. Ja? Finde es heraus für dein Leben, was dem Herrn Freude macht. Das ist eine große Herausforderung. Was heißt es eigentlich, Gott zu lieben? Also, wir sollen ihn lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und all unserem Verstand. Ja? In welchem Zusammenhang steht dieses Wort? Finde heraus, was dem Herrn Freude macht. Steht in Epheser 5. 8 bis 10. Früher habt auch ihr in Dunkelheit gelebt. Aber heute ist das anders. Weil ihr mit dem Herrn verbunden seid, seid ihr im Licht. Darum lebt nun auch wie Menschen, die zum Licht gehören. Ein solches Leben führt zu aufrichtiger Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Und dann kommt diese Herausforderung in Vers 10. Prüft in allem, was ihr tut, ob es Gott gefällt. Ja? Prüft in allem, was ihr tut, ob es Gott Freude macht. Und das soll so heute unsere Botschaft sein. Ja? Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, Dietrich Bonhoeffer, ein ganz bekannter, ihr kennt vielleicht dieses Lied von guten Mächten, wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und an jedem neuen Tag. Ja? Er ist einer der wenigen Pastoren, die auch Hitler Widerstand geleistet haben, und er ist auch dadurch gestorben. Ja, er wurde da umgebracht. Ja? Und er sagt zum Beispiel, da ist mir dieses Thema auch so ins Herz gefallen, Gott lieben, das heißt sich an ihm freuen. Gerne an ihn zu denken und gerne zu ihm zu beten. Das heißt es, Gott zu lieben, ja, das ist eigentlich wahr, und deswegen habe ich mir diese drei Punkte mal so genommen. Erstens werden wir darüber reden, freue dich an Gott, ärgere dich nicht an ihm, freue dich über ihn. Zweitens, denke gerne an ihn und an sein Wort. Drittens, lerne es, gerne zu beten. Dass das Beten uns keine Last ist, sondern dass es eine Freude ist, auch Gott im Gebet zu begegnen. Ja, also der erste Punkt ist, freue dich an Gott. Freue dich an ihm, dass er da ist und dass er dein Leben total bereichert. Ärgere dich nicht an ihm oder an seinem Wort. Freue dich an ihm. Ein Psalm, der das sehr, sehr gut ausdrückt, ist der Psalm 100. Ja, zeigt uns auch, in welcher Haltung wir Gottesdienst feiern sollen, dieser Psalm 100. Ein Psalm, der beim Dankopfer vorgetragen wird. Jubelt dem Herrn zu, alle Länder der Erde. Dient dem Herrn mit Freude. Kommt vor ihm mit Jubel. Ja? Also der erste Akt, wie wir unserem Gott begegnen können, ist, dass wir freudig zu ihm kommen. Nicht, ich muss jetzt zu Gott gehen oder ich muss jetzt zum Gottesdienst, sondern ich begegne ihm mit Freude. Ich freue mich an ihm und ich begegne ihm mit Frohlocken. Ja, in der Luther-Übersetzung steht, begegnet ihm mit Frohlocken, mit Jubel im Herzen, mit Freimütigkeit und Freiheit. Weiter heißt es hier, erkennt, dass der Herr allein Gott ist. Er hat uns geschaffen, ihm gehören wir. Das müssen wir uns mal bewusst machen, er hat uns geschaffen. Jeder von uns ist ein wunderbarer Gedanke Gottes, ja. Individuell besonders, und als solches dürfen wir uns annehmen und erkennen und dürfen sagen, Herr, du hast mich wunderbar gemacht. Danke, dass du einen wunderbaren Gedanke hattest. Auch für jedes Kind ist ein Original und ein wunderbarer Gedanke Gottes und ein Geschenk vom Himmel. Und jedes Kind ist ein Wunder. Und von daher ist es so schön, ja? Erkennt, dass der Herr allein Gott ist. Er hat uns geschaffen. Ihm gehören wir. Wir sind sein Volk. Seine Herde und er ist unser Hirte.
der uns auf seine Weide führt. Ja? Er führt uns zu frischen Wassern. Er führt uns auf grüne Auen. Auch wenn ihr das Wort Gottes hört, das sind grüne Auen. Ja? Dort können wir uns sättigen, da können wir auftanken, da können wir Nahrung bekommen. Weiter in Vers 4. Kommt in die Tore seiner Stadt mit Dank, in die Vorhöfe seines Heiligtums mit Lobgesang. Sei dankbar. Ja? Das ist auch irgendwo ein Anliegen, dass wir dankbare Herzen haben. Wer Dank opfert, der preiset mich. Und das ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. Ja? Wenn du dankbar bist, dann fließt auch Zufriedenheit in dein Herz. Und du verstehst das Heil, das in Jesus Christus liegt. Gott schließt dir diese Geheimnisse auf. Einen undankbaren Menschen, der über alles murrt und meckert, ja, dem wird Gott die Geheimnisse nicht aufschließen. Ein dankbares Herz ist Grundvoraussetzung. Ja? Dankt ihm und preist seinen Namen, denn reich an Güte ist der Herr. Ewig währt seine Gnade und seine Treue gilt auch allen künftigen Generationen. Gott verändert sich nicht, Umstände verändern sich, Leben verändert sich, Corona-Krise, Pandemie, schreckliche Dinge, Krieg, Kriegsgeschrei, viel Hass unter den Menschen, vieles ist sehr stark im Umbruch, aber an Gott können wir uns festmachen. Jesus ist der Anker in der Zeit und sein Wort steht für alle Zeiten. Und darum müssen wir uns an ihm und an seinem Wort festmachen. Also lade ab, was deine Freude am Herrn verhindert. Lade ab, was dein Herz schwer macht, was dich traurig macht, was dich beängstigt, was dir die Freude raubt. Ja? Ich sage immer, werfe die Freudenkiller aus deinem Leben. Werfe die Freudenkiller auf Jesus. Denn er sagt, er kommt her zu mir alle, in Matthäus 11, 28, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, damit ihr Ruhe findet in euren Seelen. Ja? Ladet ab, was euch beschwert. Manchmal ist es auch Sünde, die uns knechtet und die uns der Freude beraubt, die uns mürrisch macht, die uns irgendwo schwer erträglich macht für unsere Mitmenschen. Wir müssen zu Jesus kommen und immer wieder abladen. Sünde, was in mein Leben gekommen ist, muss ich benennen. Bekennt einander die Sünden. Das heißt, auch so, wer eure Sünde bekennt, ist Gott treu und gerecht und er vergibt uns unsere Schuld. Wir brechen durch zur Freude. Manchmal muss ich meinem Herzen befehlen, brich durch zur Freude. Du hast allen Grund, dich zu freuen. Sei dankbar. Fang mal an zu danken für alles, was Gutes in dein Leben gekommen ist. Und die Freude bricht dich wieder Bahn. Werfe auf Jesus, was deine Sorgen sind, damit du Ruhe findest in deiner Seele. Lade dort ab. Er ist immer da. Freude ist eine ernstzunehmende Angelegenheit des Himmels. Ja? Das sollen wir uns mal bewusst machen. Ich denke, Gott ist das freudigste Wesen, das es gibt. Ja? Trotz Leid und vielen Dingen, die ihm nicht gefallen. Ja? Dort leidet er, dort weint er auch drüber. Aber seine Grundherzenshaltung ist Freude. Jesus sagte ja auch, in Johannes 15, in der Weinstockgeschichte, ohne mich könnt ihr nichts tun. Damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Also das Problem mit uns Menschen, sagt Jesus, ist nicht, dass wir für Gottes Geschmack zu glücklich sind, sondern dass wir nicht glücklich genug sind. Jesus will, dass wir eine tiefere Freude haben, eine Freude, die von innen kommt, die durch seinen Geist kommt. Und diese Freude ist unabhängig von Umständen. Und zu dieser Freude dürfen wir immer wieder durchspringen, denn wir wollen unserem Gott mit Freude begegnen. Und nicht mit Murren und Meckern und Jammern und, ja, in Freude. Ein zweiter Gedanke ist, denke gern an ihn und an sein Wort. Ja, liebe das. An Gott zu denken, immer und überall, in deinem Alltag, bei deiner Arbeit, an ihn zu denken, ihn zu ehren, auch immer wieder zwischendurch zu beten, ja, und ihm die Ehre zu geben und sein Wort zu lieben. Psalm 1, 1 und 2 sagt uns das so schön. Ich habe mal die neue Genfer Übersetzung gewählt. Glücklich zu preisen ist,
Wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen, wer keinen Umgang mit den Spöttern pflegt, ja? Das ist eine Entscheidung, ja? Wer deine Freunde sind, die haben Prägung auf dich und die wirken auf dich. Darum, achte darauf, welche Freunde du hast, ja? Wenn sie Gott spotten und dann zieh dich von ihnen weg, ja? Wenn sie nichts von ihm wissen wollen, schüttle den Staub von deinen Füßen und geh, ja? Suche dir Freunde, die Gott lieben und die Gott suchen, ja? Es müssen nicht immer Menschen sein, die mit ihm im Weg sind, aber die ihn nicht ablehnen, die ihn lieben und die ihn suchen. Und diese Freundschaften werden dich erfreuen und die werden dir auch helfen. Glücklich zu preisen ist, wer verlangen nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Ja? Das ist die Bibel für mich kein Buch, das mich immer nur maßregelt, das darfst du nicht. Sondern ich habe Freude am Gesetz des Herrn, weil das Gesetz gibt mir auch Leitplanken, ja? Leitplanken für mein Leben. Wenn ich mich daran halte, dann ist der Segen Gottes mit dabei und er segnet mein Leben, ja? Und das ist so wertvoll, wenn wir das lieben, das Wort, ja? Es soll dir alles gelingen, was du unternimmst. Das hat auch damit zu tun, welche Wertschätzung du gegenüber dem Wort Gottes hast. Wie du es in deinem Leben auslebst. In Vers 3, Psalm 1. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Starke Verheißung. Wenn du eine Liebe zum Wort Gottes hast und es in deinem Leben umsetzt, dann gelingt dir dein Leben. Ganz anders ist es bei Gottlosen. Sie gleichen der Spreu, die der Wind wegweht. Darum können sie auch nicht bestehen, wenn Gott Gericht hält. Wer Gott ablehnt, hat keinen Platz in der Gemeinde derer, die nach seinem Willen leben. Der Herr wacht schützend über den Weg der Menschen, die seinen Willen tun. Der Weg aber der Gottlosen gehen, führt ins Verderben. Ja? Entscheide dich immer ganz bewusst mit Gott zu gehen und er schenkt deinem Leben Gelingen. Interessanterweise hatte Marisa auch schon dieses Wort aus Epheser 2, Vers 10 heute Morgen in der Einleitung. Und dieses Wort ist mir so groß geworden. Es ist mir so ein starkes Licht auf meinem Wege. Es heißt hier, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Alles, was wir sind, ist Gnade. Aus Gnade bin ich, wer ich bin. Ja, und aus Gnade ist alles in mein Leben gekommen, so wie es gekommen ist. Und das darf ich so annehmen. Also finde Gottes vorbereiteten Werke heraus und setze sie um. Ja, ich habe mal das Bild hier gewählt mit unserer Baumhausterrasse. Ja. Vor den Ferien habe ich so einen Impuls empfangen, baue mit Samuel ein Baumhaus da auf dem Nussbaum. Ja. Ich denke, es war ein Reden Gottes, ja, ihm den Vorschlag zu machen. Er springt natürlich gerne darauf, ja, aber dass es so viel Arbeit ist, habe ich gar nicht gedacht. Ja, haben wir mal angefangen, da oben auf 5 Meter Höhe da so Dinge abzuhängen und Dinge dran zu machen, die dann den Baum halten und das Häuschen halten können. Und da wurde mir bewusst, da müssen wir zuerst eine Terrasse drunter setzen, damit wir nicht mehr so hoch runterfliegen da oben. Ja, und dann haben wir diese Baumhausterrasse gebaut. Und die hat uns so viel Freude gemacht jetzt schon. Das ist immer ein Platz, wo ich morgens hingehe, auch mit Gott rede, sein Wort lese und Kaffee trinke, auch mit meiner Frau. Und das ist so ein schöner Platz, wo mir auch Gott besonders begegnen kann. Und ich genieße das, ja. Das sind meine Enkelkinder, wir haben jetzt alles abgesichert mit dem Netz rundherum, dass sie auch nicht da runterfallen können, ja. Und das ist wirklich jetzt sicher und sie können auch alleine da hoch. Und wir haben da so viel Freude dran, ja. Also, es soll einfach heißen, suche die Wege Gottes. Finde heraus, was er vorbereitet hat. Gott hat gute Pläne für dein Leben. Es ist gut, diese Pläne herauszufinden und dann, ja, Herr,
Das ist, willst du mein Leben führen, da willst du mich haben, da willst du, dass ich mich einbringe. Es ist Führung, Fügung und es ist eine wunderbare Leitung. Gott fördert dich nicht heraus, er gibt dir Orientierung, Weisung, wenn du sie dann annimmst und bereit bist zu nehmen. Liebe zu Jesus zeigt sich in der Liebe zu seinem Wort. Ja? Viele sagen, sie lieben Jesus, aber sie geben dem Wort Gottes nicht die Autorität in ihrem Leben. Geben dem Wort Gottes oftmals nicht den Raum in ihrem Leben, dass Gott zu uns sprechen kann. Ja? Ein schönes Bild, das mir gut gefällt. Ein Pastor fragt, wie viele von euch sind Christen? Alle jubeln, ja, alle sind Christen, ja, alle wollen es sein. Dann fragt er, wie viele von euch studieren die Bibel? Dann wird's mau, ja. Dann wird's mau. Aber Liebe zu Gott zeigt sich darin, wie wir eine Liebe zu seinem Wort haben. Gott kann nicht dein Freund sein, wenn du nicht sein Wort schätzt und es suchst und es liest. Für Gottes Freund zu sein, müssen wir seine Worte lesen, Tag und Nacht. Und müssen sie in unser Leben reinpacken und müssen sie in unserem Leben ausleben. Und dann zeigt es sich, ob ein Freund oder eine Freundin von Gott bist. Ja, sein Wort ist unseres Fußes, leuchtet ein Licht auf unserem Weg, sagt der Psalm 119. Ja? Es leuchtet uns den Weg aus, es gibt uns Orientierung, es gibt uns Anweisung. Jesus selbst sagt ja in Johannes 8, 31, Jesus sagte, wenn ihr an meinem Wort festhaltet und tut, was ich euch sage, dann gehört ihr wirklich zu mir. Dann seid ihr meine Freunde. Ja? Wer Jesus nachfolgt, braucht regelmäßige Ernährung durch das Wort Gottes. Ja? Regelmäßig, das ist wie ein Kraftfutter am Tag, wie meine Kellogg's Cornflakes am Morgen. Sie geben mir Kraft für den Tag und so ist auch das Wort Gottes. Halte das Wort Gottes fest. Ja, hier in diesem Zusammenhang, 8, 31 und 32, aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus, wenn ihr an meinen Worten festhaltet und das tut, was ich euch gesagt habe, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Ja? Wahrheit hat sehr viel mit der Wahrheit des Wortes zu tun. Ich muss das Wort Gottes lesen, darüber nachsinnen und es in mein Leben reinpacken. Und da fängt der Glaube erst an. Wenn ich es tue, wenn ich es umsetze, Jesus sagt, wenn er tut, was ich euch gesagt habe, das ist entscheidend. Bayliss Conley, den ich auch sehr schätze als Bibellehrer, er sieht ihn oft im Bibel-TV, er sagt zum Beispiel, nimm dir Zeit in der Bibel zu lesen und der Glaube entsteht so unbewusst wie das Atmen. Ja? Du wirst alle Zweifel ersticken in deinem Leben, wenn du dich ernährst mit dem Wort Gottes. Wenn du das Wort Gottes in dir aufnimmst, dann entsteht das so natürlich wie das Atmen. Es ist uns auch nicht bewusst, dass wir atmen, aber wir tun es alle. Ja? Und da kommt der Glaube ganz natürlich. Ja? Darum nähre dich mit dem Wort Gottes und der Zweifel muss verhungern. In Römer 12, Vers 2, das letzte Mal habe ich ja hier über diese gesunde Gemeinde gesprochen. Was macht eine gesunde Gemeinde aus? Ja? Erstens mal deine persönliche Hingabe, dass du regelmäßige Gemeinschaft mit Christen hast. Ja? Die erste Gemeinde ist uns da so ein starkes Vorbild, dass du teilnimmst an Gemeindeaktionen, dass die Gemeindeversammlungen nicht versäumst, dass du Fürbitte hast für die Gemeinde. Fürbitte und Gebet, dass du im Gebet stehst, ja? Dass du aktive Mitarbeit, deine Talente und Gaben mit hineinbringst, ja? Zur Ehre Gottes und dass du Gott auch im Finanziellen dienst, dass die Opfergabe da dir nicht eine Not ist, sondern dass du anfängst, Gott gerne zu geben, damit auch sein Reich Ausbreitung findet. Und dieses Römer 12, Vers 2 fordert uns heraus, wirklich uns durch das Wort Gottes verändern zu lassen. Unser Denken, unsere Gesinnung, unser Trachten des Herzens. Ja, in Vers 1 heißt es ja, gebt euer Leben als ein heiliges, lebendiges und Gott wohlgefälliges Opfer hin. Und dann lesen wir in Vers 2, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern.
Wir alle stehen im Veränderungsprozess und dem dürfen wir nicht trotzen, sondern wir dürfen den zulassen. Denn wenn der Vater liebt, den erzieht er auch durch sein Wort. Sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Ja? Wenn du das Wort Gottes in dir aufnimmst, ja, dann erkennst du erst, was ihm gefällt. Dann erkennst du es, wenn du willst ihm ja gefallen, mit deinem Leben, mit deinem Denken, mit den Motivationen deines Herzens. Du willst Gott gefallen, wenn Jesus dein Herr ist. Ja? Und du bist die Braut Christi. Eine Braut schmückt sich für den Herrn, um ihm zu begegnen. Maranatha, er kommt bald. Sei bereit, ihm zu begegnen. Aber schmück dich durch die Veränderung deines Sinnes. Dass du einen Wachstumsprozess hast, dass du dich dem aussetzt. Ja, ich kann halt gar nicht genug loben, wie Christen wirklich da Eifer dran legen, ihr Leben zu verändern, ihr Denken zu verändern, einen geistlichen Wachstumsprozess anzustreben. Ich kann halt gar nicht genug loben, weil das ist so wertvoll. Wir schmücken uns für unseren Bräutigam. Jesus Christus, ja, bringe deine Gedanken in den Gehorsam, wie es dem Herrn gefällt. Weil Gedanken sind Samen. Wie du schon denkst, wie du ausgerichtet bist, ja, das kommt über deinen Mund rüber. Ja, und das kommt in deine Taten. Du tust das im Endeffekt, was du denkst. Und achte darauf, dass negative Gedanken, dass du denen anfängst, einen Stopp zu setzen und sie zu ersetzen mit der Wahrheit Gottes. Das ist eine der größten Herausforderungen des Neuen Testamentes, den Sieg in den Gedanken zu haben. Das Glück deines Lebens hängt mit der Beschaffenheit deiner Gedanken zusammen. Fang an, positiv zu denken, wie es Gott gefällt. Wir werden hier herausgefordert in 2. Korinther 10, 4 und 5, Neue Genfer Übersetzung. Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht Waffen dieser Welt. Wir kämpfen nicht wie diese Welt, nein. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Feindliche Festungen, ja, Gedankengebäude steht in anderen Übersetzungen. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude, hier steht es ja auch, zum Einsturz und reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christum gehorsam wird. Ja? Damit es Christus gehorsam wird. Wir wollen Christus gefallen mit unserem Denken, mit unserem Sinnen und unserem Trachten. Und du musst nicht jeden Gedanken, der auf dich einstürzt, zwanghaft zu Ende denken. Wenn du merkst, er hat keinen sauberen Charakter, dann sagst du, stopp, das gefällt meinem Herrn nicht. Ich will ihn ersetzen mit seinen Worten, mit seiner Wahrheit, mit seinem Denken. Und dann zeigt es sich, ob du ihn wirklich liebst. Wenn du dir in Gedanken schon einen Stopp setzen kannst und sie zu ersetzen mit seiner Wahrheit. Wenn Neid dein Herz beschleicht, ja, ihm geht es immer so gut und ich muss für alles kämpfen. Da fängt es schon an, da kommt was in dein Herz. Du wirst der Person mit deiner Haltung des Neides begegnen. Und du begegnest ihr nicht frei. Und Christus will, dass du absolut frei bist. Und dass du deinen Bruder, deine Schwester segnest und dir alles gönnst. Ja, das ist nur ein Aspekt. Darum pass so auf, wie du denkst. Wie du denkst, so wirst du reden, so wirst du handeln. Und das ist etwas, was dem Herrn nicht gefällt. Ein dritter und letzter Gedanke. Lerne es gerne zu beten. Lerne es gerne zu beten. Ja, vielleicht musst du mal jetzt Revue passieren lassen, wie ist mein Gebetsleben überhaupt? Welche Zeiten habe ich dann da mit Gott? Was ist denn die Qualität meiner Gebetszeit mit meinem Herrn? Ja? Ist es wirklich ein freudiges Gebet? Oder handle ich es nur so ab, damit ich wieder sagen kann, ich habe ja gebetet? Oder freue ich mich schon drauf, jetzt mit Gott reden, mit ihm Kommunikation zu haben, von ihm zu hören? Gebet soll ja nicht nur eine Einbahnstraße sein, sondern der Herr soll auch im Gebet zu mir sprechen können.
Er soll mich führen können im Gebet. Er soll mir Impulse geben. Ja, guter Gedanke. Das Gebet verändert mehr als nur die Situation. Es verändert dich. Gott braucht nicht unbedingt dein Gebet, aber du brauchst das Gebet mit deinem Gott. Weil dort begegnet er dir und erfüllt dein Herz. Er gibt dir Weisung, Orientierung. Er gibt dir Führung und Leitung. Und er nimmt dir weg Sorgen, Ängste, Sünden, Schuld und macht dich wieder froh und frei, damit du ihm gern begegnest. Du lädst ab bei ihm, ja? Corrie ten Boom hat gute Gedanken gehabt, ja? Ich liebe ihre Bücher. Es sagt hier zum Beispiel, was einem Vogel die Flügel und einem Schiff die Segel sind, ist der Seele das Gebet. Ja? Ein Schiff, das kein Motor hat, sondern nur Segel, ist abhängig von den Segeln. Total. Ein Vogel ohne Flügel, ja, der kann nicht die schöne Natur genießen und segeln über allen Umständen, ja. Der kann vielleicht wie ein Huhn da rumpicken und trabbeln, ja. Aber die Bestimmung ist eigentlich, dass man fliegt. Und so ist es wirklich. Freut euch zu jeder Zeit, steht in Thessalonicher 5, 16 bis 18. Freut euch zu jeder Zeit. Dank Gott. Ganz gleich, wie eure Lebensumstände auch sein mögen. All das erwartet Gott von euch. Und weil ihr mit Jesus Christus verbunden habt, wird es euch auch möglich sein. Ja? Freut euch. Kommt zu ihm mit Lobpreis, mit Jubel, mit Frohlocken. Ja? Egal wie die Lebensumstände sind, ja, Psalm 103 sagt es ja so schön, lobe den Herrn, meine Seele. Ja, also David befiehlt seiner Seele, lobe jetzt den Herrn, meine Seele. Ey, du Motzkopf oder du Grätzbär, ja, jetzt fang mal an, den Herrn zu loben. Du bist so gnatschig mit deiner Frau, mit deinen Kindern, ja, so kannst du denen doch nicht begegnen. Und da muss ich mal manchmal sagen, Freddy, jetzt lobe mal den Herrn. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Fang an zu danken und dein Gemüt und dein Grätzigsein und dein Unzufriedensein kommt weg. Das ist eine Entscheidung des Herzens, die musst du für dich treffen und ich für mich. Und dann gibt er dir wieder Flügel wie Adler, dann fährst du auf und kannst die Thermik des Heiligen Geistes genießen und du bist wieder in einem anderen Gemütszustand. Das ist so wertvoll. Und in dem Kontext der kompletten Waffenrüstung anzulegen, das ist ja so gut. Ich freue mich auch, dass mein Sohn das jeden Morgen macht, ja? Und dass das wirklich gut ist. Die Waffenrüstung zieht sie komplett an, damit ihr den listigen oder den hinterhältigen Anschlägen des Teufels erfolgreich Widerstand leisten könnt. Zieht den Helm des Heils morgen an. Jesus ist mein Heil. Er hat für mich bezahlt. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Jesus ist meine Gerechtigkeit. Er hat die Gerechtigkeit für mich am Kreuz erwirkt. Ich ziehe den Gürtel der Wahrheit an. Jesus betet, heilige sie in der Wahrheit, denn dein Wort ist die Wahrheit. Die ganze Wahrheit ziehe ich mir an. Ich ziehe die Stiefel der Bereitschaft an. Das heißt, ich bete für das Evangelium, dass es in Lauf kommt in meinem Leben, dass ich eine Gelegenheit habe, von ihm zu reden. Ja, ich bete dafür. Und dann suche ich nach Gelegenheiten, wo ich von ihm erzählen kann. Das hat mit dem Evangelium zu tun, mit der frohen, freimachenden Botschaft. Ich halte den Schild des Glaubens hoch. Ja? Der Schild des Glaubens ist so wichtig. Damit die feurigen Pfeile, die fliegen, vielleicht fliegen sie sogar in deiner Familie, weil der Teufel dir einen Gedanke gibt und du haust raus und verletzt damit und tust damit weh. Du hältst aber den Schild des Glaubens hoch, damit die feurigen Pfeile, die da fliegen, Worte, die fliegen, wehrst du ab mit dem Schild des Glaubens. Abermals steht geschrieben, ja, wenn sie Lügen über euch erzählen, dann freut euch daran, denn ebenso haben sie es den Propheten getan. Das ist Glaube. Sich freuen, wenn da Dinge in dein Leben kommen, wenn du verspottet wirst in deinem Glauben oder weil du zu Jesus hältst. Schild des Glaubens hoch. Schwert des Geistes, das ist jetzt die Offensivwaffe, alles andere war defensiv. Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Benutze es. Du musst es aber kennen, damit du es benutzen kannst. Ja?
die über seinem Wort sinnen Tag und Nacht, das sind Freunde Gottes und Freundinnen Gottes. Ja? Sie lieben das Wort und sie haben es nicht nur im Stübchen hier oben, sie haben es auch in ihrem Mund. Sie überwanden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses. Sie haben es im Munde geführt, die Überwinder. Sie haben den Teufel in die Flucht geschlagen, wie Jesus selbst den Teufel in die Flucht schlug mit dem Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Zweischneidig, es scheidet Geist und Seele, Mark und Bein. Es ist ein Richter der Gedanken und Sinnen des Herzens. Wir müssen es benutzen. Wir müssen es wirklich benutzen. Damit können wir jede negative Dinge in die Flucht schlagen. Auch proklamiere Gutes über dich und über deine Kinder. Sprich aus, ein Mensch erntet die Frucht seiner Lippen. Ein Mann steht da, ja, in Sprüche 18, Vers 20, erntet die Frucht seiner Lippen. Ja, Tod und Leben stehen der Macht seiner Zunge, auch bei Frauen. Ja. Und wenn ein Mann wirklich perfekt ist, dann ist es, wenn er sich im Wort nicht vergreift, wenn er bewusst redet, wenn er schnell im Hören ist, langsam im Reden und langsam zum Zorn. Das ist etwas, was Gott gefällt. Da hat Gott Gefallen dran. Wenn ich meine Zunge bewahre und habe das Wort im Herzen und auch im Mund. Das ist so wertvoll. Aber in diesem Zusammenhang der Waffenrüstung steht von der Lanze des Gebets, sage ich immer. Die Lanze des Gebets steht in diesem Zusammenhang. Ja? In Vers 18, Epheser 6, 10 bis 18 könnt ihr die Waffenrüstung lesen. Hört nie auf zu beten und zu bitten. Hört nie auf. Das ist wichtig, das ist eine Entscheidung des Herzens. Bete, auch wenn du denkst, ach, passiert doch nichts. Ja? Lass dich davon nicht niederkriegen. Harre aus. Bleibe dran. Wenn du für eine Person schon 10 Jahre betest, bete auch noch ein 11. Jahr für ihn oder für sie. Gib sie nicht auf. Ja? Lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten. Der Heilige Geist gibt uns Bürden und Lasten, eine Not. Und wir beten für Menschen. Wir haben es eigentlich nicht von uns aus auf dem Herzen, aber der Heilige Geist gibt uns eine Not, eine Bürde für Situationen. Heute Morgen haben wir auch für verfolgte Christen gebetet. Da kriegst du eine Not, wenn du weißt, die leiden. Die werden jeden Tag geschlagen und gepiesackt, ja, ihres Glaubens wegen. Herr, lasse ausharren, lasse dranbleiben. Erfülle sie mit deiner Herrlichkeit, damit sie das, die Repressalien nicht so wahrnehmen, dass sie die Schmerzen nicht so spüren. Du kannst es tun übernatürlich. Ja, hast du ein Herz für deine Brüder und Schwestern, die verfolgt werden? Hast du da eine Not, ja? Hast du da ein Beten? Bittet Gott inständig für alle Christen. Betet auch für mich, damit Gott mir zur rechten Zeit das rechte Wort gibt und überall das Geheimnis der rettenden Botschaft frei und offen zu verkündigen. Betet auch für mich. Ich sage immer, ich bin als Prediger nur so gut, wie ihr für mich betet. Ja, ich brauche eure Gebete, damit ihr mir das rechte Wort zur rechten Zeit am rechten Platz gibt. Damit ihr alle erbaut werdet und aufgerichtet und stark werdet im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Gebet ist so wichtig, ja. Gebet ist so stark. Jesus sagt im Zusammenhang zu Gebet, bevor im Vater Unser, sagt er etwas Interessantes. Ja? Finde ich gut. Und hier die Hoffnung für alle Übersetzungen überträgt es so. Und wenn ihr betet, dann tut das nicht wie die Heuchler. Sie beten gern öffentlich in den Synagogen und an den Straßenecken, um von den Menschen gesehen zu werden. Oh, ist das ein ehrfürchtiger Mann. Oh, der betet, guckt überall. Ja, wenn sie mit ihren Rosenkränzen durch die Gegend laufen und wollen sich da etwas zur Schau stellen. Ja. Ich versichere euch, sagt Jesus, diese Leute haben ihren Lohn schon erhalten. Wenn du beten willst, zieh dich zurück in dein Zimmer, ins Kämmerlein. Ja. Schließ die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater. Denn er ist auch da, wo niemand zuschaut. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Heute muss man sagen, wenn Jesus das sagt mit dem Kämmerlein, schalt dein Handy aus, mach den Anrufbeantworter an, mach alle Kisten im Haus aus, die dich immer ablenken und zieh dich zurück mit Gott. Und dann sagst du, jetzt habe ich Audienz bei Gott, jetzt lasst mir alle meine Ruhe. Das ist manchmal schwer, wenn man eine Familie hat. Ja?
Aber das ist Audienz mit Gott. Jetzt will ich mit meinem Gott Gemeinschaft haben. Ich will ihm gefallen. Ich will ihm begegnen. Das ist so schön, ja. Weitere sagte er hier, Jesus, Matthäus 6, 7. Leiere nicht gedankenlos Gebete herunter wie die Leute, die Gott nicht kennen. Viele Worten und viel Plappern wird ihn nicht beeindrucken. Ja. Auch kein Rosenkranzgebet, das nur runtergeleiert ist, ohne ein Herz. Jesus sagt, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihre Herzen sind weit weg von mir. Und das ist eine Gefahr. Sie meinen, sie würden bei Gott etwas erreichen, wenn sie nur viele Worte machen. Folgt nicht ihrem schlechten Beispiel, denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, schon bevor ihr ihn um etwas bittet. Gott ist interessiert an deinem Herzen. Er kämpft um dein Herz, auch im Gebet. Das Herz der Anbetung. Ja? Jesus sagt am Jakobsbrunnen zu der Frau, ja, die ihn anbeten, die den Vater anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Denn solche Anbeter will der Vater im Himmel haben. Er sucht solche Anbeter, die ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit. Die ihn mehr lieben, die ihn mehr wollen als alles andere und die ihm die Ehre geben. Also leiere nicht gedankenlos Gebete herunter, ja. Und folgt nicht ihrem schlechten Beispiel, denn euer Vater im Himmel weiß genau, was ihr braucht, ja. Freudiges Gebet hat sehr viel mit unserem Herzen zu tun. Gott sucht unser Herz. Und zum Schluss, der Heilige Geist lehrt uns beten und zeigt uns, was den Herrn erfreut. Der Heilige Geist ist unser Helfer, ja. Da steht Parakletos, Tröster, Ratgeber, Helfer, Fürsprecher, Anwalt. Er will das sein. Der Heilige Geist ist es, der dein Gebet lebendig macht, der dir hilft, dem Herrn freudig zu begegnen, der dir hilft, dass deine Gebete keine Zwangszeiten sind oder jetzt muss ich etwas leisten, etwas abhandeln. Schrecklich, ja. Der Heilige Geist hilft dir, dass du gerne mit ihm Gemeinschaft hast und dass du immer und überall mit ihm redest. Immer und überall mit ihm verbunden bist. Nicht nur im Gottesdienst hier, eine Stunde oder zwei und dann lebe ich meinen Alltag, mein Ding. Das gefällt Gott nicht. Gefällt Gott nicht. Er will dein Herz den ganzen Tag, wenn du auf der Arbeit bist, kannst du immer mit ihm reden. Er ist der Freund an deiner Seite. Ja, der Heilige Geist ist ein starker Lehrer, ein starker Partner. Und die wichtigste Beziehung in deinem Leben ist die Beziehung zum Heiligen Geist. Weil er macht dir deinen Herrn und Heiland groß. Er zeigt dir den himmlischen Papa, wie er ist. Und da kannst du den Papa lieben, weil der Heilige Geist dir zeigt, wie du ihn lieben kannst. Der Heilige Geist hilft dir, deinen Retter und Heiland richtig zu lieben. Und dass du alle Wege dankbar bist für das, was er am Kreuz für dich getan hat. Jeden Tag bist du dafür dankbar. Sein Blut floss für meine Sünde, für meinen Dickkopf, für mein Versagen, für meine negative Haltung, für alles Destruktive in meinem Leben hat er bezahlt. Ja? Jesus sagt über den Heiligen Geist, der Helfer, da steht dieses Parakletos, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und dann gehst du im Alltag und dann wirst du erinnert, Jesus hat das gesagt. Jesus hat das gesagt. Segnet eure Feinde. Betet für die, die euch fluchen. Betet besonders für die, die dir ständig auf den Wecker gehen, die dich immer piesacken, die dich nerven. Ja? Das ist eine Entscheidung, dass du dich dann dem zuwendest und der Heilige Geist hilft dir dabei, sie zu segnen und ihnen zu begegnen. Und damit bin ich am Schluss. Noch ein Fazit zu diesem Thema. Hoffentlich hat es euch gefallen, dass es euer Beziehung mit Gott so richtig belebt. Das ist mein Anliegen. Ja. Ich will ein Glaubensermutiger sein, die Menschen enger an den Herrn führen, die Menschen richtig mit ihm gehen lassen, richtig, dass es ihm gefällt. Ja. Das ist ein Herzensanliegen, das brennt an mir aufs Herz. Wenn ich jetzt bei Teil 300 bin, bei Siegreich Leben lernen, dann kann ich sagen, ich bin immer noch begeistert. Immer noch mal die Bibel zu studieren, Themen herauszuholen, die der Heilige Geist mir zeigt, sie zu bearbeiten, sie im ganzen Kontext, im Zusammenhang, in der ganzen Heiligen Schrift
hervorzuheben, diese Schätze, und sie euch dann präsentieren zu können. Da bin ich als erstes stark erfüllt dabei. Denn ich predige mir zuerst selbst. Ja? Da bin ich stark erfüllt dabei. Ja? Also finde heraus, was dem Herrn Freude macht. Erstens, begegne ihm mit Freude. Mit Freude. Begegne deinem Gott nicht mit Murren oder mit einer negativen Haltung. Sag einfach, Jesus, ich darf zu dir kommen. Himmlischer Papa, ich kletter jetzt auf deinen Schoß und lass mich von dir lieben. Ich bin jetzt einfach mal nur da. Und du bist da. Und ich genieße es, einfach von dir geliebt zu werden. Ich sage immer, ich bin nicht in erster Linie Gemeindeleiter. Ich bin in erster Linie Kind. Kind Gottes. Und ich darf zu meinem himmlischen Papa kommen und darf sagen, Papa, so geht es mal, so sieht mein Herz aus. Ich brauche deine Liebe. Meine Liebe reicht nicht. Erfüll mich neu. Oftmals laufen wir mit leerem Tank, begegnen so unserer Ehefrau und unseren Kindern. Leer, haben nichts zu geben, weil wir nicht zum himmlischen Papa gehen und lassen uns von seiner Liebe auffüllen. Mit unserem Auto würden wir uns das niemals machen. Wenn der auf Reserve geht, dann ab auf die Tankstellen. Aber mit unserem Herzen, da laufen wir leer. Begegnen unseren Eltern lieblos und kalt. Das gefällt Gott nicht. Er will unser Herz immer füllen. Geh rechtzeitig an die Tankstelle. Mit Freude begegne ihm. Zweitens, du liebst es, in deiner Bibel zu lesen. Die Bibel ist ja nicht ein Zwangsbuch. Ja, jetzt muss ich nochmal Bibel lesen. Nein, die Bibel ist das Wort, das dich speist, das dich erfüllt, das dir Wahrheit gibt und Klarheit gibt, das dir Lebensanweisung gibt. Und wenn du Gott liebst, dann wirst du sein Wort lieben. Du kannst nicht sein Freund sein, wenn du nicht sein Wort liebst. Wenn du Gott gefallen willst, dann liebst du sein Wort und du studierst seinen Charakter und du studierst die Zeitgeschichte, was Gott geredet hat, durch die Propheten, durch Könige, ja, im Alten Testament, was er durch Jesus geredet hat und was er durch seine Gemeinde geredet hat. Durch die Apostel, Jünger, Apostelgeschichte, Briefe, alles ist dir wertvoll. Du nimmst aus diesen Schätzen das, was für dein Leben gut ist. Und du ersetzt deine Gedanken, die Gott nicht gefallen. Du setzt negativen Gedanken in Stopp, gefällt dir nicht, ersetze ich mit deiner Wahrheit, Jesus. Das zeigt, ob du Christ bist, ob du Gott gefallen willst. Wenn dein Gedanken Stopp setzt, ich bin am Murren, ich bin am Meckern, gefällt dir nicht. Aufhören. Ich danke dir, was du Gutes in mein Leben geführt hast. Und du wirst auch diese Situation zum Guten führen. Du hilfst mir dabei. Ich bin heute leidenschaftlich, okay? Ja? Gebetszeiten lernst du zu genießen. Der dritte Punkt. Du genießt die Gemeinschaft mit Gott. Du genießt es, mit ihm zu kommunizieren. Gedanken zu teilen, Sorgen zu teilen, Ängste zu teilen, Bedrückungen des Herzens, Dinge, die du dir wünschst, dass sie verändert werden. Gott verändert zuerst mal dich und dein Herz, weil du brauchst das Gebet. Und dann greift er in deine Lebenssituationen ein. Gebetszeiten lernst du zu genießen. Es ist Audienz bei Gott. Ich sage immer, Audienz bei Gott im Kämmerlein ist besser wie Audienz beim Papst. Du bist bei Gott, der Heilige Geist, der reine Gott, der ist ohne Sünde. Ein Papst ist auch nicht ohne Sünde, wenn man auch von Unfehlbarkeit spricht. Jeder Mensch, der auf dieser Erde wandelt, ist ein Sünder und braucht Gnade. Und wenn du zu Gott sprichst, dann bist du bei dem Heiligen, der ohne Sünde ist. Und Jesus wandelte ohne Sünde hier auf Erden. Und das ist so gut, ja? Und dann darf ich uns bitten, aufzustehen. Vielleicht willst du heute eine neue Entscheidung treffen für dein Leben und Jesus ganz neu in dein Herz aufnehmen. Ja? Du sollst die Gelegenheit haben, ja, diese Entscheidung für dich zu treffen. Ja? Jesus, komm in mein Herz, ich will mit dir gehen. Und wenn du diese Entscheidung für dich triffst, heute, hier und jetzt, heute, wo du seine Stimme gehört hast, dann heb einfach mal deine rechte Hand. Halleluja, ja.
Jesus sieht es, Jesus sieht es. Er kennt dein Herz, er kennt deine Lebensumstände und er liebt es, die ihn in sein Herz aufnahmen, denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu werden. Johannes 1, Vers 12. Das geschieht durch eine Herzensentscheidung. Jesus, ich gebe dir mein Herz. Und wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dann will ich beten, dass du wirklich mit deinem Leben dem Herrn Freude machst. Vater, ich danke dir jetzt für diese Entscheidungen. Ich danke dir, Herr, dass du da mittendrin bist, durch deinen Heiligen Geist. Und dass du diesen Menschen echte Buße gibst, damit sie dich voll erleben, Herr, in deiner Herrlichkeit, in deiner Schönheit, in deiner Majestät, Herr. Dass sie erfüllt werden im Heiligen Geist und dass du durch sie wunderbare Gaben, die du in sie hineingelegt hast, verwirklichen kannst. So segnet diese Menschen mit einem neuen, beständigen Geist. Erfülle sie ganz neu, Herr, dass sie dir Freude machen mit ihrem Leben. Vater, ich danke dir so, dass wir dir in Freude begegnen dürfen, dass Lobpreis in unserem Herzen ist, dass wir dich loben alle Zeit. Danke, Herr, dass du uns Freude gibst bei der Bibel, bei Gottes Wort, dass wir Tag und Nacht darüber nachsinnen und sie in unser Leben reinpacken. Und dass du uns hilfst, Herr, das auszuleben, was du uns in deinem Wort vorgegeben hast. Danke, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, dass diese Gebetszeiten uns wirklich Freudenzeiten sind, Genießerzeiten, dass wir uns von dir lieben lassen, auftanken lassen, Vater. Jesus, dass du uns reinwäschst durch dein Blut von all unserem falschen Denken, von falschen Motivationen, von falschen Herzenshaltungen. Setz du uns frei, Herr, denn wir wollen dir von ganzem Herzen gefallen. Wir wollen, dass unser Leben ein Segen wird. Du segnest uns und wir wollen den Menschen ein Segen sein. So segne jeden Zuhörer im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Gott segne euch. Amen.